Willkommen auf dem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen ein Video von Kaiser rein. Reddit ist auch am Ende. Rein da. Reddit brannte und das für exakt 48 Stunden. Warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist nicht erst im letzten Video drum gegangen, wie Twitch sich fast gekillt hat? Stimmt. Erst Twitch, jetzt Reddit. Bitte. Here we go again. Bis vor zwei Tagen hat nämlich die gesamte Community einen Blackout. Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen am Rande was mitbekommen, dass die dann einen Protest gemacht haben, Subreddits offline oder privat gestellt haben, wegen irgendwelchen API-Änderungen. Aber so komplett im Detail bin ich auch nicht drin, deswegen, ich hoffe, Kaiser kann es mir besser erklären, was da passiert ist. Protest gegen das Reddit-Leaderboard geführt, bei dem über 8000 Subreddits offline gestellt wurden. Mehrere davon mit über 30 Millionen... Alter, 8000? Wie viele Subreddits gibt es überhaupt? ...Followern wie r/funny, r/gaming oder r/aww. Gone. Das ging sogar so weit, dass an einem Punkt die gesamte Webseite abgestürzt ist. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, aber es ist genau der zufälligerweise der Augenblick gewesen, in dem ich auf Reddit gegangen bin. Und dann ist die Seite einfach abgeschmiert. Und ich so, habe gar nichts gecheckt, weil ich null mitbekommen habe, dass da Protest war. Sogar r/children falling over war down. Ja, irgendwann ist doch einmal genug. Der Grund für den Protest ist, dass Reddit dieses Jahr noch an die Börse gehen will und alles dafür tut, um den eigenen Marktwert zu erhöhen. Und das auf Kosten der User. Okay. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal jetzt. Auf Kosten der User wollen sie an den Markt gehen, an die Börse gehen, okay? Bin ich gespannt, wie das genau aussieht. Willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um Reddit. Eine von den größten Webseiten der Welt, ne? Und das auch absolut zu Recht. Ich habe schon oft Probleme gelöst, dadurch, dass xxweedsniper420xx mir vor 6 Jahren die Antwort dazu geliefert hat. Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich benutze Reddit eigentlich auch nicht so häufig, aber manchmal ist es halt schon echt nice, wenn man sich für bestimmte Themen interessiert, zum Beispiel zum Thema Streaming oder zum Thema bestimmte Games, dann kann man da halt echt coole Beiträge finden, weil es ist halt im Prinzip wie so ein Forum, bisschen moderner würde ich sagen, also im Prinzip ist es ein Forum und dann kann man das hier einfach ein bisschen austauschen, Memes schauen oder irgendwie irgendwas in der Richtung, also eigentlich ganz cool. Ich persönlich benutze es selten, letzte Zeit habe ich es mehr benutzt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir ist es aufgefallen, dass so viel down war bei Reddit. Es gibt gefühlt auch keine krasse Alternative zu Reddit aktuell. Also zumindest habe ich persönlich keine gesehen, was in dem Umfang irgendwie einen sozialen Austausch ermöglichen würde. Gott segne dich, Weedsniper, ja, und Videos von Kindern, die auf die Fresse fliegen. Bis Ende 2014 gab es nur einen offiziellen Weg, Reddit zu accessen, und das war über den Webbrowser. Das ist am PC, ja, okay, ne, aber wenn du ein Handy hast, so wie jeder normale Mensch, ist halt irgendwie abfuckt. Austin? Boah, ja, vor allem, ich war dann auch am PC mal auf Reddit und ich weiß nicht, es ist okay. Mit normalen Text lesen geht's auch voll fit, aber wenn man so viel Bilder anschauen will oder Videos und Memes vor allem auch, das ist so nervig, ne? Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, weil so viel benutze ich, wie gesagt, die Plattform nicht, aber man muss halt alles anklicken. Wenn du einen Clip da hast, musst du es anklicken, geht ein neues Fenster auf, musst du reinschauen. Das ist so komplett uncomfy, anstatt dass du es einfach halt direkt schauen kannst, wie auf anderen Seiten. Im Grund sind sogenannte Drittanbieter-Apps auf den Markt gekommen, über die man pre-2014 auf Reddit zugreifen konnte. Ist eigentlich so crazy, wenn man drüber nachdenkt, ne? 2014? Es war fast 20 Jahre her. Bis dato gibt es über ein Dutzend Drittanbieter-Apps, die immer noch genutzt werden, obwohl es ja eigentlich schon eine offizielle Version von Ding gibt, von Reddit. Kurz vergessen, worum es geht. Das liegt ganz einfach daran, dass sie oftmals cleaner aussehen, besseren Content vorschlagen und vor allem werbefrei sind. Wie viel Traction jetzt genau über diese Drittanbieter-Apps ausgeht, kann man nicht genau sagen. Aber wenn man Umfragen Glauben schenkt, dann dürften es so um die 22% sein. Ja, eigentlich gar nicht mal so viel, oder? Was steht hier? Old Reddit, 42%, New Reddit. Und Bush. Ja, okay, da sind natürlich auch ein paar random Vorschläge mit dabei, die irgendwie gar keinen Sinn machen, aber okay. Ich kann es halt wirklich nicht rausfinden. Ja, ich weiß auch nicht, also es sah mir nicht nach einer legiten Umfrage aus. In meiner Recherche dürften sie irgendwo zwischen, ja, 0 und 100% sein, ne? Aber Drittanbieter-Apps sind so oder so ein sehr wichtiger Bestandteil von Reddit und genau der wird jetzt in... Pass auf, Reddit möchte an die Börse gehen und logischerweise auch ihre Aktien dort so hoch wie möglich verkaufen. Das Problem ist aber... Ja, macht ja grundsätzlich erstmal Sinn. ...dass diese Drittanbieter-Apps einen guten Prozentteil von den potenziellen Werbeeinnahmen abzwicken. Heißt, wenn du diese 22% der User direkt... Okay, das kann ich tatsächlich sogar ein bisschen verstehen, weil wenn die Leute ihre eigenen Apps haben und da gar keine Werbung geschaltet wird,
entgeht denen natürlich auch was. Mag jetzt auf den ersten Blick nicht so viel wirken, aber wenn das wirklich so ein paar Millionen Anwender sind, dann geht da schon einiges an Geld verloren. Ich weiß halt nicht, wie viel das dann prozentual von Reddit insgesamt ist, ob das die überhaupt jucken würde oder ob es halt doch ein großer Teil ist an Geld, der denen verloren geht. Wenn du hier hättest, dann hättest du einen höheren Marktwert und dadurch halt auch eine teure Aktie. Es geht aber nicht nur komplett um Werbung, sondern auch um künstliche Intelligenz wie ChatGPT oder SpongeAI. I'm fine, SpongeBob. I don't have a stutter. Was? Was gönne ich mir hier gerade? Die Entwickler von künstlicher Intelligenz brauchen Daten und diese Daten nehmen sie zum Teil auch von Social Media. Super Idee, oder? Das machen sie mit Hilfe. Das ist halt wirklich nicht super. Von APIs. Das steht für Application Programming Interface. Keine Sorge, ja, das hört sich kompliziert an, aber hier auf dem Kaiser-Channel, da wird alles in Deppensprache erklärt. Okay, das hier, ja, ist... Vielleicht kann ich ja noch die ein oder andere Ergänzung machen. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Background in dem Bereich. Aber vielleicht schafft es Kaiser auch einfach komplett mich zu überzeugen, dass ich gar nichts mehr sagen muss. Reddit. Und das ist ChatGPT. Ist das so weit verstanden? Ja. Damit ChatGPT diese Daten lesen kann, braucht es APIs. Die funktionieren wie Knotenpunkte, an denen die Daten übersetzt werden. Twitter hat zum Beispiel ihre APIs im März auf dem Markt angeboten, damit halt Entwickler von KI auf mehrere Millionen Tweets gleichzeitig zugreifen können. Und das für schlapphafte $42.000 im Monat oder $500.000 im Jahr. Wir reden hier von 0,3% der Tweets. Solche Trottel, ne? Ich sehe es gratis. Nein, aber was für ein Developer ballert $500.000 für ein paar Tweets raus? Digga, Twitter ist zum absoluten Lach-Johannes geworden. Und jetzt ist auch der Forscher... Ja, Twitter hat auch irgendwas geändert an den ihren API-Bedingungen. I don't know, das ist auch das Problem, weswegen es jetzt aktuell bei mir auf dem Discord zumindest nicht mehr so ist, dass ich, wie sagt man, ich habe ja normalerweise Benachrichtigungen, wenn neues wenn ich eine Ankündigung mache, glaube ich, war das, dann wurde die normalerweise im Discord auch gepostet, aber das geht irgendwie jetzt nicht mehr, weil das, I don't know, weil irgendwas entfernt wurde von Twitter. Juckt mich auch nicht mehr, deswegen poste ich jetzt mal manuell. Stand von Reddit zusammengekommen und hat gesagt, yo, was machen wir? Was machen wir? Tim, hast du eine Idee? Nein, gell? Ich sage euch, was wir machen. Ja, es ist einfach. Der Plan ist simpel. Wir machen es genau wie Twitter und verkaufen einfach unsere APIs für ein bisschen Cash-Mash, weißt? Jetzt ist aber das Problem, dass auch Drittanbieter-Apps auf die APIs zugreifen müssten. Das bedeutet, die müssten dann auch einen monatlichen oder jährlichen Betrag an Reddit zahlen. Der Gründer von Apollo, eine dieser Apps, hat dazu... Es ist halt voll random, weil... Keine Ahnung, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man das monetarisiert, wenn jemand deine API benutzt. Aber irgendwie schreckt es doch auch einfach Leute ab, das dann machen zu wollen, oder? Weil ich weiß nicht, ich würde mir jetzt halt 10-mal überlegen, ob ich Bock habe, da irgendwie einen Browser oder irgendeine App zu machen, die dann auf Reddit zugreift, wenn ich dafür Geld zahlen müsste. Das hier geschrieben. Am 18. April kündigte Reddit... Ich meine, grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, wenn man damit Geld macht, aber wenn man es einfach für sich privat macht, ist ja komplett random, Alter. Änderungen an, die auf die API zurückkommen würden. Insbesondere wurde bekannt gegeben, dass die API für Drittanbieter-Apps kostenpflichtig wird. Kurz darauf erhielten wir Telefonanrufe, doch der Preis, das wesentliche Element in einer Ankündigung zur Umstellung auf eine kostenpflichtige API, fehlte auffälligerweise. Die Informationen, die sie jedoch zur Verfügung stellten, waren folgende. Wir werden auf eine kostenpflichtige API umstellen, da es für Reddit nicht tragbar ist, unbegrenzt für Drittanbieter-Apps zu bezahlen. Sie ja, das kann ich schon irgendwo auch verstehen. Wir erwähnten, dass sie Punkt. Nicht wie Twitter sein wollen, dessen API-Preise so hoch sind, dass sie öffentlich verspottet wurden. Rest in Pepperoni, Alter. Ich war erfreut über diese Aussagen, da ich zustimme, dass es langfristig für Reddit nicht tragbar ist, die Kosten für Drittanbieter-Apps zu tragen. Mit einer kostenpflichtigen Vereinbarung besteht jedoch die großartige Möglichkeit, eine konkrete Beziehung mit Reddit aufzubauen und eine bessere API-Unterstützung. Wird jetzt irgendwie ganz schön technisch, oder? Für Benutzer. Aber ich meine, im Prinzip geht es ja auch darum, dass die einfach Geld dafür haben wollten, dass man auf Daten von Reddit zugreifen kann. Und das merkt man als normaler Anwender in der Regel nicht. Aber wenn man jetzt eine App bereitstellt, die auf Reddit zugreift oder so, dann bemerkt man es halt. Und darum ging ja auch der ganze Diskurs. Zu entwickeln. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den optimalen Price Tag zu finden. Wie viel können sich Drittanbieter leisten? Ab wann wäre es für Reddit kein Verlustgeschäft mehr? Naja, hochgerechnet auf die Anzahl der API-Aufrufe, die Apollo im letzten Jahr gemacht hat, müssen sie ungefähr pro Jahr $20 Millionen zahlen. Ja, ganz schön viel. Ja, vor allem für kleinere Apps wäre das halt... Alter, 20 Millionen. Das Geld muss halt auch erstmal irgendwie reinholen. Das ist ja komplett unmöglich, oder?
kaum tragbar. Ich zeige euch mal, wie viel das eigentlich ist. Der Gründer von Apollo hat aufgeschlüsselt, dass wenn man richtig großzügig ist, auf einen Jahresumsatz bei Reddit von ungefähr 600 Millionen Dollar kommt. Apollo müsste für die APIs ungefähr 2,50 Dollar pro Monat pro User bezahlen, während Reddit auf der anderen Hand ungefähr 0,12 Dollar pro Monat pro User umsetzt. Das heißt, sie wollen ungefähr, ja, 20 mal so viel, wie sie eigentlich verdienen würden. Überleg dir das mal, Reddit will das Junge, einfach rich werden. Easy. 20 mal so viel zahlen, wie Reddit eigentlich mit den ganzen Aufrufen Umsatz generieren würde. Ja, war ein geiles Meeting heute. By the way, hat Apollo aus dem Grund auch schon verkündet, dass sie dicht machen. And I think people are okay with Reddit charging for API access. Ja, das wird einfach nur dazu führen. Also, meine Prediction an der Stelle jetzt ist, dass wir dazu führen, dass diese ganzen Drittanbieter-Apps aussterben werden, wenn es so bleibt. Und Reddit wahrscheinlich auch ein bisschen an Userbase verliert, jetzt nicht extrem, aber schon trotzdem einige, die sich daran gewöhnt haben, ihre Drittanbieter-Apps dazu verwenden, weil es da weniger Werbung gibt und so weiter. Ob das Reddit in den Ruin treiben wird, ich glaube nicht, aber ja, es wird wahrscheinlich, am Ende des Tages wird es denen wahrscheinlich sogar noch ganz gut gehen mit der Entscheidung. Schon, weiß ich nicht, bisschen zwiegespalten, ne? So, kann ich schon ein bisschen verstehen, dass sie da Geld dafür haben wollen, weil komplett kostenlos ist natürlich nicht, das Ganze zu betreiben. Aber im Prinzip leben die ja auch von der Community, von den Leuten, die da Beiträge schreiben. Ist ja nicht so, dass sie jetzt krass was geleistet hätten, außer die Infrastruktur dafür bereitzustellen. Aber das, was eigentlich wertvoll an Reddit ist, würde ich sagen, ist der Inhalt, der da drauf ist und was die Leute geschrieben haben, was die Memes, die sie posten und so weiter. I think that's perfectly fine. I don't think you're gonna see anyone disagreeing with that. It's just that the problem people have always had is they're charging too much money to the point where there's no way that you even give an option or to even let third-party developers operate at a somewhat manageable cost that won't put them in the red and make them go bankrupt. If all they did was say, hey, you know what, we understand y'all's concerns. Let's see, maybe we can work out a deal with third-party apps that are already known, they're trusted, and then for AI startups that want to scrape data, then they can sit there and charge more money for those people. Okay, den komplizierten Teil von dem Video haben wir jetzt hinter uns. Als Belohnung, hier ein Video von einem Kind, das hinfällt. Wunderschön. Geile Musik dazu. Und jetzt kommt der nice Teil, ja, der Blackout. Die CEOs und ihre Geldgeilheit. Ja, es war schon ein bisschen sehr technisch und anstrengend bis jetzt, aber jetzt kommt der gute Teil. Ja, das haben sich Mods und Moderator und das ist das Gleiche. Das haben sich Mods und Member von Reddit gedacht und haben einen 48 Stunden langen Blackout-Protest angekündigt. Der Blackout ging vom 12.06. bis zum 14.06. und mehrere tausend große Subreddits haben dicht gemacht. Okay, was ist passiert? Am ersten Tag war die Webseite erstmal sowas von durch den Wind, dass sie irgendwie keine Ahnung mehr gehabt hat, was sie tun soll. Sie ist abgestürzt, ja? Ja, das ist komplett zufälligerweise genau der Augenblick gewesen, an den ich draufgegangen bin. Ich habe irgendwas geschaut, ich weiß schon gar nicht mehr was. Hab dann so gescrollt, auf einmal hat nichts mehr geladen. Ich, okay, App geschlossen, wieder gestartet. Lustigerweise, ich habe halt auch irgendeine Drittanbieter-App benutzt, wieder gestartet. Und es hat einfach gar nichts mehr geladen. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass es da irgendwie voll den Protest gab. Imagine, du würdest jetzt auf YouTube gehen und alle großen Creator, bis auf eine Handvoll kleiner, wären einfach weg. So, YouTube hätte null Ahnung was. Das ist eigentlich echt ein guter Vergleich. Was los ist. Ja, hier ein Prank Bros Video. Findest du das gut? Würdest du dem 5 Sterne geben? Hm? Es gab sogar einen Livestream auf Twitch, bei dem man zuschauen konnte, welche Subreddits gerade dicht machen und welche noch offen sind. Na, und da war es zum einen Teil über 8000 Subreddits, die gleichzeitig zugemacht haben. Ich glaube, das ganze große Problem an der Geschichte ist halt, dass es vorher komplett kostenlos war und dann halt Geld gekostet auf einmal. Wenn es vorher schon Geld gekostet hätte und den Preis einfach ein bisschen anheben, wäre es, glaube ich, kein Problem gewesen. Aber so haben die Leute halt schon irgendwie, keine Ahnung, scheinbar gab es die ja schon seit 20 Jahren, diese Schnittstelle, seit 20 Jahren irgendwelche Apps entwickelt und auf einmal hieß es, ja okay, es wird auf einmal komplett unbezahlbar, ist halt irgendwie auch weird, oder? Insgesamt müsst ihr euch vorstellen, das war der größte Strike in der Geschichte von Reddit ever, ja, und überall war die Hölle los. Was hat also der CEO dazu gesagt? Juckt. Der Typ war gelassener als je zuvor, ne? Den hättest du auf ein Brot schmieren können, das hat ihn nicht interessiert so und ganz ehrlich, irgendwo wundert es mich auch nicht. Keine Frage, ja, heftiger Protest, finde ich auch richtig geil gemacht so, aber das Problem ist halt, es war klar, dass der nur 48 Stunden geht. Warum? Ja, das ist halt irgendwie, was soll er machen? Und dann tut er halt 48 Stunden warten, dann ist es wieder vorbei und dann juckt sie nicht mehr, oder wie?
Also ist jetzt nicht so das krasse Druckmittel. Better be indefinite, like I said yesterday. I hate this 48-hour protest bullshit. If you protest for 48 hours, if you literally give an end date, that's like saying I'm gonna participate in a hunger strike until I get hungry. You want to participate in a strike? You want to make it effective? You hunger strike till you die. So wirklich so. At least that's how Gandhi would do it. Es ist halt irgendwie schon so, dass du bei einem Strike die andere Seite unter Druck setzen willst und nicht einfach nur sagen willst, yo, wir striken jetzt 48 Stunden und wenn dann nichts passiert ist, ja? Dann passiert gar nichts einfach. Dann passiert nichts. Weil genau das ist es auch, ja? Jetzt, während wir reden, machen schon die ersten Subreddits wieder auf, ja? Nur ein paar stronge Soldaten stehen noch für ihren Willen ein, ja? Das sind ja, einige haben aber auch wirklich für immer geschlossen, habe ich gesehen. Also es sind sehr wenige, was ich zumindest gesehen habe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so deep drin in der Reddit, im Reddit Rabbit Hole, Junge, Zungenbrecher. Aber ja, das meiste ist schon wieder offen, was ich gesehen habe. Die Helden der Nation. Aber kurze Frage, warum juckt das eigentlich den CEO nicht? Der Twitch-CEO ist nach einem Tag wieder zurückgerudert. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass Twitch direkte Konkurrenten hat mit Kick oder mit YouTube Streaming und Reddit. Digga, wer ist denn da? Ja, genau, also das ist auch das, was ich meine. Reddit hat gefühlt keine Konkurrenz aktuell. Es gibt keine Plattform, die ähnlich viele unterschiedliche und ausführliche Inhalte enthält. Klar, alles von irgendwelchen Usern geschrieben, aber es ist halt einfach so, die ganzen Daten liegen bei Reddit. Spieletipps.de? Onkel Jo, kann es wirklich sein, dass du die nächste Station bist? Um jetzt noch ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, ist eine geleakte E-Mail vom CEO halt, was der geleakt worden, in der schreibt er, wir haben bis jetzt noch keinen großen Unterschied von unseren Einnahmen gesehen, aber wir werden darauf ein Auge haben. Schau, I don't know, ob du nach 2-3 Tagen schon abschätzen kannst, was so ein Protest für einen Impact hat. Nee, safe nicht, das ist kompletter Trash-Talk, Alter. Vor allem, nachdem halt die Seite einen kompletten Tag down war. Aber wahrscheinlich ist er wie schlecht kann man taunten, obwohl die Seite komplett down war. Gleich dazu, was Reddit ohne die Drittanbieter-Apps in Zukunft verdient, gleich, ja, ganz andere Dimension halt, aber what the f*** weiß ich schon, ne? Das Witzige an der ganzen Situation ist, es gab schon mal so einen Blackout-Protest, und zwar 2015. Damals war der Grund, dass Also ich glaube, es werden halt einfach etwas weniger Leute Reddit benutzen. Ich kann es prozentuell null einschätzen, aber ich glaube, es werden schon einige Leute weniger Reddit benutzen. Victoria Taylor, eine in der Community sehr angesehene Angestellte, gefeuert wurde. Damals waren es 265 Subreddits, die zugemacht haben, was im Vergleich zu heute halt absolut gar nichts ist. Ja, aber trotzdem ist aufgrund von dem Schneeballeffekt nach weniger als 8 Tagen die damalige Twitch-CEO in zurückgetreten. Quite a lot of the anger from people was when you were sacked was directed at your old boss and that's Reddit's former CEO Ellen Powell. Some of that turned very nasty, didn't it? You know, I mean, obviously, I think that it's important to remember the human online and offline. It was definitely surreal. The most surreal moment was when there was a photographer that was following you around. And I think that's very unusual for anyone who does anything online. It's not. Sie hat einfach irgendwie, dadurch, dass sie solche Wellen geschlagen hat, wurde sie einfach von irgendwelchen Paparazzis verfolgt oder was? Something that you expect. So it was very surreal, but you know, I've been also been incredibly moved. So many people have been so kind and sent me wonderful messages and positive support. Ja, und jetzt haben wir den Abschied, ne? Toll. Na, aber wie lange wird es dauern, bis der letzte Subreddit aufgegeben hat? Und noch viel wichtiger, welche gigantische Netzwerkseite kommt als nächstes dran mit einem riesen Shitstorm? Ich tippe auf tabaluga.com. Freunde, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Findet ihr Reddit, macht genau das Richtige oder fallen sie ihren Usern in den Rücken? Lasst mich auch gerne... Ah, hat sie mir gesagt, relativ zwiegespalten. Es ist halt einfach nicht smart, so einen Move durchzuziehen, wenn man selber keine ordentliche App hat. Also ich habe mir... Vor allem der Webbrowser auch, Junge, das ist so komisch, diese Seite, ne? Also wie gesagt, für Text geht es, aber sobald du irgendwelche Medien anschauen willst, es ist kompletter Pain, irgendwas sich ordentlich anzugucken. Und meistens habe ich dann nach 10, 15 Minuten auch schon keinen Bock mehr auf der Seite zu gammeln, du machst sie einfach zu. Like da, meine Freunde, lass mir auch gerne ein Abo da. Viele Leute, die das noch nicht... Da hilft es dann natürlich schon, wenn du irgendwie gescheite Apps hast, die Medien auch direkt laden, Videos direkt abspielen, Bilder direkt vergrößert darstellen und du nicht erstmal 20 neue Fenster aufmachen musst dafür. ...gemacht haben. Ich bedanke mich vielen fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Sehr gutes Video von Kaiser. Lasst ihm gerne einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.